Hot Girl Summer? More like Hot Sims Summer. Am I right, guys? Mein Bildschirm spiegelt sich sehr schön, dann seht ihr wenigstens, wo ich hier hinschaue. Weil, <laughs> denn der Sims-Account hat ja etwas gepostet hier mit Hot Sims Summer und so, deswegen diese Einleitung. Und ja, wie ihr wisst, bin ich aktuell mental nicht so ganz auf der Höhe. Aber ich muss sagen, Sims ist gerade so gefühlt das Einzige, was mich gerade etwas fühlen lässt, ja. Denn das Ganze fing ja jetzt schon mal ganz gut an mit dem neuen Sims 4 Set. Dieses Courtyard äh, und was auch immer. Dieses marokkanische. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, es ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt krass, im, also ständig benutzen werde. Aber die Sachen sind an sich richtig, richtig schön. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das ist Punkt 1, das ist schon mal super. Punkt 2, dieses Game Pack wurde jetzt angekündigt. Und ich liebe alles. Ich habe schon diese Karriere in Sims 3 geliebt, wo man dann diese Häuser umbauen konnte und so. Und ich bin sehr ready dafür. Und auch ähm, für die neuen Möbel und so. Weil die Sachen, die sehen alle unfassbar geil aus und ich bin bereit dafür. Und wie gesagt, also ich freue mich auch auf diese Karriere und so und ja, vielleicht baue ich dann ja auch wieder mehr noch, wenn jetzt halt sowas dann dazukommt. Das ist halt sehr, sehr schön, weil ich würde gern besser werden im Bauen, aber ich baue halt nie. Und dann kann man auch nicht besser werden, wisst ihr. Und wenn ich dann diese Karriere habe und dann bauen muss, um Geld zu verdienen, vielleicht klappt das dann besser, wisst <laughs> ihr. Dann bin ich mir actually nicht so ganz sicher, was ihr mit Go big for pride at the virtual block party meinen. Aber... Ja, also es wird jetzt nicht unbedingt was für mich sein, weil größtenteils interessiert mich halt wirklich nur das Spiel so an sich. Und vielleicht The Sims sparkt. <laughs> aber sonst bin ich so, I don't care, lol. Und äh, genau dieses Sims Event of the Summer, I don't know, was die damit meinen, wenn ich ehrlich bin. Es könnte halt vieles gemeint sein, Tobi, aber ja. Yeah. Dann drei Wellen von Base Game Updates. Und wir haben ja diesen Monat schon eins bekommen. Und da steht Mai, Juni, Juli. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich jetzt im Juni oder so zwei. Oder wir bekommen jetzt noch ein Update oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall heftig. Weil ich meine, es ist ja. Äh, also wir kriegen ja sowieso jeden Monat ein Update, circa. Aber jetzt scheinen wir in irgendeinem Monat zwei zu bekommen. Die nächste Zeit. Das ist sehr, sehr cool. Also, könnte auch sein, dass wir jetzt im Mai das noch kriegen, ne? Bevor das Game Pack released wird. Und kommt das nochmal raus. Ich weiß es nicht auswendig. Kommt das nicht irgendwie schon Dienstag in einer Woche oder so? War da nicht irgendwas? Das muss ich jetzt leider nachgucken. 1. Juni. 1. Juni ist Dienstag in einer Woche. Wow, ich hätte recht. Wow. Und dann haben wir jetzt ja schon hier gesehen, Bond with Nature in this charming new expansion pack. Ein neues Erweiterungspack. Okay, war klar, dass das jetzt irgendwie dann demnächst mal kommen muss. Das wird wahrscheinlich dann im Juli erscheinen. Ich habe schon was Interessantes dazu gesehen. Ich einmal auf meinem Profil, weil ich habe das nämlich retweetet auf meinem Sims-Account. Weil jemand hat hier geschrieben, Adroxy Sims hat geschrieben, Cute tent or oh, a clue that we are getting farming. Weil da ist dieses Zelt für Kleinkinder. Und da ist halt so Küken und so drauf. Und ja, ne. Ist halt, äh, Wahrscheinlich auch einfach so aus Spaß gesagt worden. Und als Antwort hat äh, Ed Symmetically äh, geschrieben: Can't say anything but just retweeting. Deswegen, vielleicht, hat es was zu heißen? Wir wissen es noch nicht. Aber wenn ja. Also, ich bin jetzt gar nicht der Typ, der jetzt unbedingt Farming braucht. Aber wenn es kommen würde, finde ich es trotzdem süß, glaube ich. Trotzdem hätte mich, glaube ich, eher sowas wie. Wie hießen denn das nochmal? Generations, wie hieß das? Lebensfreude? Sowas wie Lebensfreude hätte mich glücklicher gemacht, wahrscheinlich. Aber ich wäre auch okay damit, weil da stimmt ja auch irgendwas mit Nature und so. Das, wie gesagt, das, das, könnte, das könnte ganz gut passen mit Farming. Wäre ich auf jeden Fall okay mit, wenn sie das gut umsetzen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich freue mich auf die Sommerzeit von Sims. Denn es, es sieht ganz nett aus für das, was jetzt so kommt, ne? Und das ist ja immer ganz schön, wenn äh, man halt so eine Aussicht hat über die nächste Zeit. Und wie gesagt, bisher sehen die Sachen alle sehr, sehr toll aus. Also, weil, wie gesagt, das, das Set ist gut geworden, meiner Meinung nach. Und dieses Game Pack können die ja nicht auch gar nicht verkacken, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das, was man schon gesehen hat. Also da können die jetzt nicht mehr viel falsch machen, <laughs> wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir wissen es nicht, es ist immer noch EA ne? Man kennt. Deswegen warten wir es ab. Und ja, mich würde natürlich interessieren, ob ihr euch auch freut. Und worauf ihr euch besonders freut und was eure Gedanken zu dem ganzen Zeug ist und ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. <laughs>